Recht herzlich willkommen zur 52. Folge von Stellaris. So, was haben wir denn hier? Hungersnot droht, das oder Hungersnot ist schon vorhanden, droht nicht, ist klar. Negative Bilanz haben wir auch. Wir haben Unruhe. Auf allen Planeten so ungefähr. Und Sektor fehlen Ressourcen. Da schauen wir doch mal rein. Die Ressourcen, die fehlen, sind wahrscheinlich dann dieses, würde ich sagen, ne? Was ist das denn hier? Da kann man 100 Energie-Credits schicken. Ja, machen wir das doch, oder? Jetzt ist da keine minus 3 mehr, jetzt ist da eine 0 und... War das hier eben nicht ganz hoch? Und ich glaube, wenn man das macht, dann... Ah, jetzt verstehe ich dann etwas. Dann können alle Anlagen in Betrieb sein und dann funktioniert das erst, ne? Richtig? Shady Prime Sektor ist das. Sektor verwalten. Shady Prime Sektor ist der. Da müsste man jetzt eigentlich zusehen, dass man da noch hier den da reinkriegen würde mit... Weil der vielleicht diese 4 Energie hat oder hat er sie nicht? Das ist die Frage, ne? Gibt es hier eine große Energie? Da wäre eine große Energie. Warte mal, dann machen wir das nochmal schließen und dann gucken wir da mal gerade rein, ob wir da was ausbauen könnten. Aber das sind 2, 2 und 3. Dann lass nochmal gucken, ob es da irgendwo anders was gibt. Da ist 2, da ist 3, 2, 3. Da ist ein 4er. Hoffentlich sind es nicht 2, 2, sind aber 2, 2. Okay, das wäre es gewesen. Und das ist dann der nächste Sektor, der uns nicht weiterbringt in dem Sinne. Habe ich den schon geguckt? Ja, den hatte ich schon geguckt. Hier sind 2, 2. 2, da sind 3 dann. Dann wäre ausgeglichen. Die 7, habe ich die schon angeguckt? 2, 2 und 3, ja, die habe ich schon angeguckt. Da ist nichts drin, da ist eine 2 drin. Okay, das würde bedeuten, ich würde jetzt sagen, wenn wir können, bauen wir den aus. Stopp, das war jetzt verkehrt. Ich brauche ein Konstruktionsschiff. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob es das... Das ist es, das andere ist ja unterwegs. Und baue dann hier die Bergbaustation. Das geht auch. Gut, dann sind wir da schon auf der Seite, dass das vielleicht klappen könnte. Dass das dauerhaft hier gesichert ist im Sektor, das ist ja wichtig, ne? So... Das würde dann hier vielleicht 3 steigern, weiß ich nicht. Ja, und die 9 müssen wir noch wegkriegen, ne? Wir hatten letztes Mal hier in den Sektor da eingeschickt. Wo ist er? Hier. Um die... Nee, das war nicht hier. Das muss woanders gewesen sein. Es war ein 6er, meine ich, der da gebaut werden sollte, oder? Da ist noch was. Das sind aber 4 mal 2. Ah, hier ist es. Und die sind kräftig am Bauen schon dran. Okay, lass mal hier weiterlaufen. So, und das nächste sollten wir dann vielleicht überlegen, dass wir den 4er hier mitnehmen, weil ich gehe von aus, dass wir nicht nochmal irgendwo... Da ist noch ein 6er. Aber ist 3x2. Hier ist eine 8 drin. Ist aber auch ein 4 und 2x2. Da unten ist auch noch eine 8. Sind aber auch 4 Zweier. Weiß gar nicht, ob der bei uns drin ist hier. Hier wären 4er auf jeden Fall. Aber das zeigt auch nur 4 an, obwohl da drin mehr ist, ne? Ach so, den haben wir schon, alles klar. Was geht da ab? Tradition gibt's. Okay, jetzt machen wir gerade Pause, das dauert länger. So, jetzt brauchen wir Traditionen, die uns irgendwie voranbringen. Die sind gebaut. Der ist...
beginnt mit zusätzlichen Einwohnern. Ist jetzt nicht so das Entscheidende. Zum Kolonisieren und Bauen von Grenzaußenposten werden Systeme so berechnet, als wären sie nur die Hälfte. Brauchen wir jetzt nicht. Dominierung. Dominierung, Abschluss, Effekt. Das ist Forschungsgeschwindigkeit, Bonus in Höhe von 30. Die Annahme aller Wohlstandstraditionen reduzieren die Mineralienkosten von Konsumgütern, die von unseren Bewohnern verwendet werden, um 20. Cool, das bräuchten wir. Und Harmonie, Abschlusseffekt, die Annahme aller Harmonietraditionen erhöht die Zufriedenheit aller unserer Bewohner um 10%. Was haben wir hier? Die Annahme aller Vorherrschafts... Ne, das haben wir schon, da müssen wir gleich nochmal reingucken. Und hier die Annahme erhöht unsere Forschungsgeschwindigkeit. Okay, was haben wir hier? Föderation. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Bewohnbarkeit erhöht um 10%. Ja, haben wir ja schon. Das ist das nächste. Besucherzentrum würde dann kommen. Bringt uns das was? Nicht wirklich. Was wäre denn im Anschluss hier? Einigkeit erhöht. Okay, das bringt uns jetzt so gut wie gar nichts. Ich glaube hier der Wohlstand, der tut Mineralienkosten senken. Wir haben hier 9er. Ich würde das jetzt mal annehmen, ne? Das wäre jetzt nicht wichtig. Dann bauen wir die Geschwindigkeit der Schiffe. Und hier unter Gebäudeunterhalt, das ist doch ein Ziel. Dann würde ich jetzt sagen, das nehmen wir an. 4, 9 und 37 steht da oben. Hat sich aber nichts geändert. Vielleicht ändert sich das erst, wenn es in die Zeit kommt. Das könnte ja auch sein. Ah, 2 runtergegangen, kann das sein? Und da auch 2. Ich glaube, es hat Auswirkungen gehabt. Wollen wir hoffen, dass es so ist. So, da verliegt unser Schiff rüber. Das war für Energie jetzt zuständig. Was war denn hier mit der Energie? Da ist eine 7 drin, aber 2, 2 und 3 macht 7. Okay. Hier war noch eine 4. 2, 2. Okay, das bringt jetzt nicht so viel, aber hier ist auch noch was. Sind die nicht erforscht oder was? Oder ist da... Wo ist die Asara? Was macht denn die gerade? Das ist... Die ist im Orbit-Forschungsschiff, dem ist Prime. Aber was die macht? Keine Ahnung. Das ist ein Konstruktionsschiff. Jetzt sag nicht, ich habe das falsche Konstruktionsschiff eben ausgewählt. Sicherlich, ne? Toll. Ich weiß jetzt nicht. Oh, die haben das bestimmt unterbrochen, ne? War das hier? 2, 4, 4? Nein, das war nicht hier. Das war hier. Ist das denn fertig geworden? Ja, ich glaube, das ist aber fertig geworden, ne? Keine Befehle steht da. Ich glaube, das ist fertig, oder? Warte mal, wenn das da ist, dann können wir auch da gerade reingucken. Ne, da. Sieht genauso aus wie das, ne? Dann ist das auch fertig. Ja, hat wohl schon noch geklappt. Haben wir nochmal Glück gehabt. Gut, dann fliegen die da hin, dann ist es auch nicht so schlimm. Sind die da jetzt drin? Ja, ne?
Ja, da kommen sie. Und bauen da was hin. Hier ist dann auch eine 4 drin, die wir dann vielleicht auch noch ausbauen sollten, ne? Gut. Ja, toll ist das nicht, was da gerade läuft, ne? Zweites Konstruktionsschiff, sitzt das hier? Ja. Was haben die für einen Auftrag? Die sollen hier eigentlich bauen, oder? Können sie nicht. Warum nicht? Können wir das... Wir haben das doch schon gemacht hier, ne? Shady Prime. Wo ist Shady Prime? Ist das der mittlere? Shady Prime ist das, ja. Shady Prime, lassen wir mal, was ist das? Okay. Das war das Bauvorhaben. Shady Prime ist hier. Machen wir das, ja. Dann das weg. Das anklicken und da bitte nicht bauen, geht nicht. Es fehlen die Credits. Haben wir jetzt die Credits? Nein, haben wir nicht. Müssen wir, da können wir da was übertragen. Geht es dann? Nein, will er auch nicht. Hierhin bewegen machen wir schon mal. Warum kann man das jetzt nicht machen? Jetzt ist der Ort Shady Prime hier. Ich hab doch hier. Oder sind die nicht da? Und die müssen erst dahin. Weil da noch plus 0 steht. Das ist der monatliche Zugewinn. Es fehlen die Credits. Die Credits hier ist gut, ne? Sektoren fehlen Ressourcen. Wieder hier. Und dann ist es besser, ne? Mal gucken, dass wir da die 0 hinkriegen. 7,34, ja, das ist. Bergbaustation gebaut. Das war jetzt da, ne? Konstruktionsschiff. Die können da komischerweise bauen. Dann lass es da bauen. Auf jeden Fall. Das ist im gleichen Sektor, ne? Ja, monatlicher Unterhalt ist gleichzeitig wieder das dann, ne? Okay, gestaltet sich etwas schwierig. Hier ist eine Militärmacht angelegt, okay. So. Jetzt haben wir den hier fertig gekriegt, hat sich hier aber nicht ganz viel geändert, oder? Das ist jetzt die Bergbaustation. Die holt 3 Energie raus, kostet aber nichts, oder? Die bauen jetzt da. Und das kostet uns dann wieder 1 Energie, glaube ich.
Schick da mal gleich noch Energie-Credits hin. Ob das nicht gleich wieder runter geht, ne? Sektoreinstellungen. Kann man das ändern? Peace and Prosperity Coalition. Okay. Also das ist auf 50% gewesen, ne? Na, dann lass es doch erstmal, oder? Die haben auch minus 4 hier, ne? Super, oder? So, was gibt's da? Ist abgebaut. Ablehnen. Toll, brauchen wir nicht. Gut, wir sind zu schwach, sagen die. Also da haben wir jetzt was gebaut, aber es haben sich hier zwei verändert zurzeit. Das ist nicht das Richtige. Ah, hier in dem Sektor war das. Kann er nicht bauen. Kann der das dann bauen? Ne, das ist das Schiff, das ist Kacke. Alles klar. Wenn das Schiff schlecht ist, was machen wir mit so einem Schiff dann? Eigentlich, zack, weg, brauchen wir nicht, oder? Weg. Auflösen. Was soll ich damit dann? Ist ja auch kein Befehlshaber drauf, ne? Ist das jetzt besser geworden? Auch nicht. So, unser anderes Konstruktionsschiff ist jetzt unterwegs und baut dann da. Das ist schon mal gut. Okay. Ein Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Super. Toller Anführer. Was macht die Wissenschaft? Ja, die ist wahrscheinlich in der nächsten Runde dann hier fertig. Und dann müssen wir weiterschauen. Gut, aber für die Folge, denke ich, soll es auch erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.